Einen wunderschönen guten Morgen jetzt endlich mal wieder zu einem Vlog. Wir nehmen euch heute mit nach Singen zum Posenseminar und zeigen euch mal so, wie es da hinter den Kulissen aussieht. Wie ihr hören könnt, ist meine Nase zu. Ich habe nämlich richtig, richtig schön verpennt heute. Kein Kali gemacht. Und ich bin quasi so, wie ich aus dem Bett gefallen bin, gefrühstückt und jetzt geht's los. Gar nicht meine Routine, gar keinen Bock drauf, aber der Tag wird umso geiler. Viel Spaß. Los geht's. Ganz wichtig. Erstmal eine Gönnung rein. So, Meal Prep ist auch gerichtet. Fisch mit Gurke, Fisch mit Gemüse und Hähnchen mit Salat. Doch kreativ heute, ja. For you, immerhin Reis mit Hähnchengemüse und Erdnussbutter. Könnt ihr schon direkt essen? Nein. Wir haben 7000 Sachen gepackt. Ich glaube 20, 30 Dosen Rain. Schatz, nehmen wir Proteinriegel mit? Proteinriegel gehen auch mit. Wir haben einen Special Guest, einen Physiotherapeuten, der mit der Plank Roll bzw. eine Plank Roll Schulung macht. Das wird richtig cool zum Thema Mobility, so zum Ausrollen, ist auch ein bisschen geiler fürs Posen, weil er ein bisschen geschmeidiger ist. Das wird cool, Mann. Die letzten Seminare waren der Wahnsinn. Hattingen war der Burner, Hamburg war auch so cool, es war ein Floß Gym. Da gibt es das YouTube-Video auch übrigens schon, das müsst ihr mal zurückspulen. Das ist schon online. Und danach habe ich mit dem Matze trainiert, mit dem Hollywood-Matze. So ein lustiger Kerl, Alter. So lustig. Zähne putzen, Abflug. Zur Frage, wie lange man den Waist Trainer anlassen sollte, ist die Antwort ja. Ich habe den keine Ahnung. Ich glaube, 6 Stunden oder so, 8 Stunden, wenn wir jetzt fahren. Wir fahren jetzt 3,5 Stunden und da lasse ich ihn auf jeden Fall an, dass meine Kulle nicht so rausdrückt. Ihr kennt es sicher auch, wenn ihr Auto fahrt, lasst ihr alles locker und dann hängt die Kulle einfach raus. Und mit der Zeit ist einfach so, dass die Bauchwand sich so ein bisschen ausstülpt und aufdehnt und dann kriegt man halt so einen dicken Bauch. Da kommt es noch mit dem Essen dazu. Ich meine, wir Bodybuilder, wir essen jetzt nicht unbedingt so kleine Minimalzeiten, da geht schon was rein und da ist einfach geil, wenn es die Kulle nicht so rausdrückt, auch beim Training. Ich habe den ja auch im Training an. Härtetest bis 300 Kilo bestanden, das Ding, ohne dass er aufgeht oder Mucken macht oder so. Also der Klett ist schon geil, den habe ich jetzt 3-mal verändert und der ist mittlerweile so hart, also an dem kann man sich auch schneiden. Aber der hält, safe. So. Work, Raststätten, Balance. Tasty. Weißer Fisch und Gurke. Yes. Richtig Gourmet heute. Ja, hab voll Bock. Ich sag seit Wochen, dass ich einmal richtig Bock habe, mich so richtig voll zu futtern mit Blödsinn. Ich glaube, heute ist der Tag gekommen. Bei Burger King gibt es nämlich neue Burger, diese Cheesy Lovers. Und wenn ich mir schon so Zeug reinfranz, dann wenigstens richtig, dass sich lohnt. Aber das zeige ich euch im nächsten Video, nicht in diesem, sondern im nächsten. Dann machen wir einmal Volleskalation Burger King, so viel, ich will jetzt keine Fäkalwörter benutzen, Zeug essen und mit dem Resultat am nächsten Morgen, weil da sehe ich aus wie Quasimodo. Da sind wir im Next Level Gym, schaut mal. Geile Geräte, da sind auch ein paar Geräte. Ich zeige euch das Ding mal, weil das ist nämlich ganz schön groß. Cardio-Ecke. Hier ist sogar ein extra Shop mit drin, das ist richtig geil. Da vorne sitzen auch noch. Da ist der Christian, glaube ich, genau, Christian. Jetzt zeige ich euch noch gleich einen Shop. Hervorragend, vorbildlich. Zick. Und weiter geht's. Ein paar Klamotten, Dropsticks. Rain ist auch da. Da ist ein Tim. Da ist ein Chris. Tim, vielen Dank, dass es heute geklappt hat. Ja, sehr gern. Freut mich, dass du da bist. Postst du mit? Natürlich poste ich mit. Ich will schon meine Form anschauen, damit ich mehr zu essen kriege. So, jetzt haben wir uns mal langsam in die Gruppen geteilt. Wir haben hier ein paar Mädels, die machen Wellness-Bikini-Posing. Dann haben wir hier ein paar Jungs für die Classic. Da stehen ein paar Bodybuilder rum. Da hinten sind auch noch ein paar Leute. Also es wird richtig, richtig cool. Wir passen jetzt auf Toilette, wir haben jetzt, bevor es losgeht, haben wir eine kleine Pause gemacht, haben uns alle vorgestellt. Da hinten ist der Fabio, hier, der macht heute einen Vortrag zum Thema Black Roll, Mobility, Dehnen, also es wird richtig cool.
Leider kann ich nicht Filmen und Posing-Unterricht geben, also wird es leider ein etwas kürzeres Video. Ich werde aber ab und zu mal ein bisschen reinschwenken. Hoffe, dass ihr Spaß habt. Bis später. Seine dickste Stelle an der Taille. Genau, was wir jetzt tun, wir schummeln uns die weg. Dann unten spannen, wie beim Latzug. Und dann öffnen, indem wir die Ellenbogen mit nach vorne schieben. Wie kann ich das Ganze natürlich? Oh, da ist ein ganz glückliches Gesicht. Verspannt. Wie kann ich das Ganze irgendwo auf der Piste, was ihr reinkriegen könnt, sind Verklebungen. Die kannst du nachgegeben oder sowas, das dauert ewig. Wieder raus sind. Hallo! Jetzt nach vorne rein. Genau, chill. Da zusammen. Genau. Geil. Handgelenke nach hinten drehen und Arme schön groß machen. Brust groß. Das sieht echt gut aus. So, wir sind fertig mit dem Posing-Seminar heute. Schon das dritte. Wir waren jetzt in Hamburg, wir waren in Hattingen, jetzt sind wir in Singen, das nächste ist in Berlin. Weil jetzt jeder so fleißig mitgemacht hat, gibt es von uns so ein kleines Zertifikat. Das haben wir uns ausgedacht als kleines Andenken an den heutigen Tag. Und wir haben noch Posing-Gutscheine, falls noch jemand eine Einzelstunde haben möchte, kriegt er natürlich einen Gutschein dazu und spart dann nochmal die Hälfte. Das ist so, ich würde sagen, ein Art Academy Insider. Jeder, der bei den Posing-Seminaren dabei war, kriegt dann die Gutscheine mit oder kriegt auch noch einen per E-Mail geschickt. Das habe ich gestern Abend noch gemacht. Jetzt wird vorne noch eine Runde Kaffee getrunken, wir quatschen noch eine Runde und dann geht es für uns schon wieder nach Hause. Ich werde noch mal ein paar Jungs und Mädels fragen, wie sie es heute fanden, so auch als Feedback für euch und für mich oder für uns zumindest. So, wir haben einmal White Chocolate und Cookies. M-I-S-C-H-A. Nachname? Meister. So, wir sind jetzt zu Hause vom Seminar und ich habe immer noch Gelüste, mir richtig viel Scheiße reinzuballern. Nico? Ja? Isst du mit mir Scheiße? Ja. Burger King? Ja. Volles Programm? Aber schon scheiße. So halbe Programm. Halbe Programm, aber ganze Scheiße, weißt? Gut, jetzt endet dieses Video, aber das nächste Video startet quasi mit dem vollen Spektrum an Scheiße in meinen Kopf. Und geht weiter mit dem nächsten Tag und wie ich dann aussehe. So, viel Spaß. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Das ist wie gesagt, das endet jetzt und beim nächsten machen wir dann weiter. Adios, amigos. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax. Dein Partner für Fitness Essentials.